Lucy. Lucy, beruhig dich doch. Lucy, sei doch ruhig. Ich sehe etwas Grauenhaftes. Beruhig dich doch, Lucy. Lucy, sei ruhig. Es ist ja gut. Weißt doch, das tut dir nicht gut. Immer das Frühstück in so einer Hast. Das ängstigt mich. Morgen. Ah, Harker. Bitte kommen Sie näher. Ja, Herr Renfield? Ich habe einen Auftrag für Sie. Etwas, das ich nur Ihnen ganz allein anvertrauen kann. Oh, das freut mich, Herr Renfield. Graf Dracula hat mir einen Brief aus Transsilvanien geschickt. Er schreibt, er möchte hier ein Haus kaufen. Ich weiß, es wird eine weite Reise werden. Wo liegt das? Jenseits der Karpaten wahrscheinlich. Ja. Aber seien Sie versichert, die Kommission wird sich lohnen. Oh, dann könnte ich ein schöneres Haus für Lucy kaufen. Sie verdient etwas Besseres. Ja, aber glauben Sie nicht, es sei leicht? Sie brauchen viel Zeit dazu. Und es wird Sie einigen Schweiß kosten. Und vielleicht auch ein wenig Blut. Wäre gut, mal eine Weile aus dieser Stadt rauszukommen.
Mal weg von diesen Kanälen. Die nirgendwo hinfließen, als immer nur zu sich selbst. Transsilvanien. Da ist es. Inmitten der Wälder. Ein wundervolles Land. Düster, aber aufregend zugleich. Der Graf wünscht, ein hübsches altes Haus hier zu kaufen. Ich habe mir gedacht, das Haus da unten, ganz in ihrer Nähe. Aber das ist doch halb verfallen. Unbewohnbar seit Jahren. Irgendwie wird er es schon wieder in Ordnung bringen lassen. Jedenfalls werden wir es ihm anbieten. Sie werden sofort abreisen. Sofort? Heute noch? Natürlich. Ich habe alle nötigen Papiere. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Also gut. Wenn Sie darauf bestehen, dann heute. Ich bin bereit. Heute noch? Ja, nach Transsilvanien. Ein Land, wo es richtige Wölfe und richtige Gespenster gibt. Jonathan, fahr nicht. Ich habe ein Gefühl. Ach was. Du wirst in Gefahr sein. Fahr nicht. Wölfe, Banditen und Geister. Du darfst nicht so gehen. Das lasse ich nicht zu. Ich will mit dir ans Meer. Dort, wo wir uns am liebsten getroffen haben. Lucy. Ich weiß nicht. Manchmal bin ich so blind. Jonathan, ich muss es sagen, auch wenn du meinst, es kommt aus dem schwachen, schutzlosen Herzen deiner Frau. Ja. Es kommt aus der Stärke meines Herzens. Eine namenlose, innere, tötende Angst. Ich lasse Lucy in eurer Obhut. Sie ist das Teuerste, was ich auf der Welt habe. Mina, sei wie eine Schwester zu ihr. Ja. Leb wohl. Thank you.
Er wird mein Essen. Ich muss heute noch zu Graf Draculas Schloss. Müssen Sie wirklich dorthin fahren, junger Herr? Ja, warum? Wissen Sie denn überhaupt, wohin Sie fahren? Wollen Sie sich freiwillig ins Unglück stürzen? Wissen Sie, dass um Mitternacht alle bösen Geister ihr Unwesen treiben? Die Menschen verschwinden ohne jede Spur. Ach, was, das ist doch alles Aberglauben. Oh nein, es tut mir leid. Sie werden auch keine Kutsche bekommen, die Sie dorthin fährt. Und Ihr eigenes Pferd müssen wir einige Tage hier in Pflege behalten. Ich werde ein anderes Pferd finden. Fahren Sie nicht, junger Herr. Die Zigeuner, einige von ihnen waren schon auf der anderen Seite. Sie wissen mehr. Er sagt, sie sollen nicht dorthin gehen, junger Herr. Er sagt, auf dem Weg ist eine Schlucht, die erdrückt die Menschen. Dann kommt ein Felsenfeld. Er sagt, am Pass, am Borgopass, scheidet sich das Licht. Da ist ein Land, das Himmel fährt, und eins, das fällt. Nie ist jemand von dort zurückgekommen. Die Zigeuner glauben auch, das Schloss gibt es nicht. Es wäre bloß in der Einbildung der Menschen. Es ist eine Ruine, sagt er. Ein Geisterschloss. Wer sich zu weit in das Land der Phantome vorwagt, der geht darin verloren. Von denen Vampiren und Menschensaugern, von denen Nachtzehrern, von dem Schmetzen in den Gräbern und denen Wiedergängern, von lebenden Toten, die nachts den Fremden durch das Dorf folgen und sich hinten aufhucken. Aha. Transsilvanien, Nosferatu, der Untote.
Der Fluch wird auf den Menschen lasten. Der Fluch des Vampirs Nosferatu. Kutscher, fahren Sie mich zum Borgo-Pass. Ich zahl gut. Es gibt keinen Weg dahin. Aber da geht doch eine Straße entlang. Ich brauche Ihre Kutsche. Ich habe keine Kutsche. Könnte ich denn wenigstens eins von Ihren Pferden haben? Ich zahle den doppelten Preis. Sehen Sie denn nicht? Ich habe keine Pferde. Gut. Dann gehe ich eben zu Fuß. Ich muss.
Dracula? Ich bin Graf Dracula und heiße Sie in meinem Schloss willkommen. Ich habe Sie erwartet. Sie sind Jonathan Harker. Ja? Treten Sie ein. Die Nacht ist kalt und Sie müssen müde und hungrig sein. Hier sind meine Papiere für Sie. Dieser zusammengefaltete Bogen enthält den Plan Ihres Hauses, was Sie sicherlich interessieren dürfte. Ja, ja. Bitte bedienen Sie sich. Greifen Sie zu. Sie müssen leider alleine essen. Bald Mitternacht und zu dieser Stunde nehme ich nichts mehr zu mir. Die Dienerschaft steht Ihnen augenblicklich leider nicht zur Verfügung. Gestatten Sie also, dass ich selbst für Ihre Bequemlichkeit sorge. Stadtbewohner können sich eben nicht in die Seele eines Jägers versetzen.
Das Messer könnte verunreinigt sein. Sie können sich eine Blutvergiftung holen. Bitte lassen Sie mich. Es ist das älteste Heilmittel der Welt. Ach, das ist nichts. Das ist nicht der Rede wert. Sie verstehen, ich will nur Ihr Bestes. Zusammen aufbleiben. Es ist noch lange bis zum Sonnenaufgang. Und untertags bin ich immer unterwegs.
Es gibt keine Post hier, durch die ich dich erreichen könnte. Und so will ich dir ein Tagebuch führen, das dir zu Hause alle meine Gedanken und Gefühle für dich festhalten soll. Gestern Nacht habe ich also nach beschwerlicher Reise mein Ziel in Transsilvanien erreicht. Das Schloss des Grafen Dracula. Ich habe schwere Träume gehabt und hoffe, dass das vorbeigeht. Es ist nur eine Mattigkeit geblieben. Das ganze Schloss kommt mir manchmal so unwirklich vor, dass ich glaube, ich träume es nur. Ich lege keinen Wert mehr auf Sonnenschein und blitzende Fontänen, für die sich die Jugend begeistern mag. Ich liebe die Dunkelheit und die Schatten, wo ich mit meinen Gedanken allein sein kann. Ich stamme aus einem alten Geschlecht. Zeit, das ist ein Abgrund, tausend Nächte tief. Jahrhunderte kommen und gehen. Nicht altern können ist furchtbar. Der Tod ist nicht alles. Es gibt viel Schlimmeres. Können Sie sich vorstellen, dass man Jahrhunderte überdauert und jeden Tag dieselben Nichtigkeiten miterlebt? Ich freue mich, dass Sie ein so großes, altes Haus für mich gefunden haben. Sie sagten, es läge ganz in der Nähe Ihrer eigenen Wohnung. Ja, eigentlich ist es nur schräg gegenüber. Ja. Lassen Sie den Vertrag sehen. Was für ein wunderschöner Hals. Das ist meine Frau, Lucy. Ihre Hand ist so kalt. Die Papiere, den Vertrag, ich unterschreibe sofort. Eigentlich haben wir noch keinen Preis festgesetzt. Das ist doch ganz unwichtig. Ich akzeptiere, was Sie für richtig halten. Tagesreisen waren Sie von Wismar unterwegs? 4 Wochen. Ach ja. Über Land braucht es seine Zeit. Samen Belials kam der Vampir Nosferatu. Der lebt und nährt sich vom Blut der Menschheit. Und unerlöst nimmt er seine Heimstatt in schrecklichen Höhlen, Gräbern und Särgen, die mit der fluchbeladenen Erde gefüllt sind, die von den Friedhöfen stammt, wo der schwarze Tod seine Ernte gehalten hat.
Die Pest. Ein plötzlicher Fieberanfall. Und ein besonders hoher Puls. Sie braucht Ruhe. Rufen Sie mich bitte sofort, wenn es nötig ist. Ich glaube, es ist leider nicht schlimm.
sich auf den Weg nach Wismar. Lucy. Lucy ist in Gefahr. Du musst heraus. Es ist seltsam. Aber die Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Also hier steht, von Varna nach Wismar, Gartenerde für botanische Experimente. Öffnen Sie bitte einen. Ich möchte mich vergewissern. Diesen da. Der Patient, der gestern eingeliefert wurde, hat einen Anfall. Ja, welcher denn? Der, der die Kuh gebissen hat. Ja, ich... Wir haben ihn in der Einzelzelle. Ja, ich komm mit. Blut ist Leben. Blut ist Leben. Hat er das schon öfter gemacht? Ja, vorhin genauso. Er verweigert unser Essen. Er isst nur Fliegen. Blut ist Leben. Gehen Sie her. Los, lass. Hilfe! Jetzt!
Ich höre Segel, die rauschen. Wieder kein Brief. Aber Lucy, machen Sie sich keine Sorgen. Die Post geht so schlecht in Transsilvanien. Das sagt auch der Postbote. Jonathan, muss etwas geschehen sein. Fass Mut, Lucy. Der Herr hört unsere Gebete. Der Herr ist so fern von uns, in der Stunde der Not. Der junge Herr ist immer noch krank, er darf einfach noch nicht reisen. Die schwarzen Särge. Ich muss nach Wismar, bevor die schwarzen Särge... Der junge Herr wird doch noch warten können, bis der Arzt morgen kommt. Lucy ist in Gefahr. Ich muss fort. Die schwarzen Särge. Unheil ist auf dem Weg. Ja? Über dem Schiff scheint ein Fluch zu lasten, seitdem wir das Schwarze Meer verlassen haben. Nacheinander sind 4 Matrosen und ein Maat erkrankt und gestorben. Ein Matrose und der Koch sind spurlos verschwunden. Ein Gerücht kam auf und hat die Männer in Angst versetzt. An Bord sei ein Fremder. Aber wir haben alles durchsucht. Nur die Ratten sind eine wahrhafte Plage. Wir versuchen, weiter Nordwestkurs zu halten. Wind stetig. 12 Knoten. Meinem Mann den Auftrag gegeben, nach Transsilvanien zu reisen. Ich bin seit Wochen ohne Nachrichten und sehr in Sorge deshalb. Ich möchte selbst dorthin reisen. Warten Sie, der Meister kommt. Wer kommt, sagt uns mehr. Der Herr der Ratten. Das Heer der Ratten ist hungrig. Es sind 400.000 an der Zahl. Ich glaube, wir ziehen uns besser zurück. Thank you.
Der Meister ist hier. Der Meister ist hier. Legen Sie eine Planke an. Wir müssen das Schiff untersuchen. Seele an Bord und nur wenig Fracht. Im Laderaum ist alles voll Ratten, aber wir haben das Logbuch. Ich stehe vor einem Rätsel. Aber vielleicht, meine Herren, kann uns das Logbuch Auskunft geben. Varna, 6. Juni. Besatzung außer mir, dem Kapitän, 2 Mate, 5 Matrosen, ein Koch. Abfahrt Richtung Dardanellen. Fahrt westlich. Heute ist schon der 3. Matrose an dem Fieber gestorben. Gestern Nacht verschwand der 2. Mat, der Ruderwache hatte, ohne jegliche Spur. 20. Juni, Kurs nördlich, Biskaya, See schwer, 14 Knoten. Es wird immer unheimlicher an Bord. Nur noch der 1. Mat und ich sind am Leben. Irgendetwas scheint an Bord zu sein. Ratten überall. Kann es die Pest sein? Sie gehen Sie in Ruhe alle nach Hause. Schließen Sie Fenster und Türen. Aber meine Thank you.
Gnädige Frau, wir bringen hier einen Mann, der offensichtlich hierher gehört. Lucy! Jonathan! Wer ist die Frau? Die da. Bringen wir ihn rein. Ich vermute, dass es sich hier um ein heftiges Gehirnfieber handelt. Die Sonne tut mir weh. Dr. Van Helsing, halten Sie es für möglich, dass wir alle verrückt geworden sind und eines Tages in Zwangsjacken aufwachen werden? Verzeihen Sie, dass ich mich nicht angemeldet habe. Ich bin Graf Dracula. Ich weiß von ihm. Ich habe Jonathans Tagebuch gelesen. Er ist zugrunde gerichtet, seitdem er bei Ihnen war. Er wird nicht sterben. Doch. Der Tod ist groß. Wir sind alle die Seinen. Die Flüsse fließen alle ohne uns. Die Zeit verrinnt. Und sehen Sie hinaus. Die Sterne treiben uns verwirrt entgegen. Nur der Tod ist grausam gewiss. Sterben ist Grausamkeit einer Ahnungslosen.
Aber der Tod ist nicht alles. Es ist noch viel grausamer, nicht sterben zu können. Ich wünschte, ich könnte eine Liebe teilhaben, die zwischen Ihnen und Jonathan ist. Nichts auf der Welt, selbst Gott nicht, wird das antasten können. Auch wenn Jonathan mich nicht mehr erkennt, seit er zurück ist. Ich könnte alles ändern. Kommen Sie zu mir und seien Sie meine Verbündete. Das wäre die Rettung für einen Mann und für mich. Das fehlende Liebe, wissen Sie? Es ist ein solcher Schmerz. Die Rettung kommt nur aus uns selbst. Und seien Sie sicher, ich schrecke nicht davor zurück, selbst das Unwahrscheinlichste zu denken. Gute Nacht. Nosferatu, der Untote. Er trinkt das Blut seiner Opfer und macht auch sie zu Gespenstern der Nacht. Er ist wie ein Schatten und hat kein Spiegelbild. Wenn es Nacht wird, geht er auf Beute aus, dringt durch Mauern, Wände und Türen. Er schwebt als Fledermaus in die Zimmer der Schlafenden. Als schwarzer Wolf jagt er den Flüchtenden nach. Es gibt keine Hoffnung mehr, wenn er kommt. Obwohl der Vampir ein widernatürliches Wesen ist, muss er doch einigen Naturgesetzen gehorchen. Das Zeichen des Kreuzes band ihn. Der Strahl der Sonne vernichtet ihn. Eine geweihte Hostie kann seinen Schlupfwinkel unbetretbar machen. Wenn ihn eine Frau reinen Herzens den Hahnenschrei versäumen lässt, tötet ihn das Licht des Tages. Was befiehlt mir mein Meister? Geh nach Norden. Nach Riga. Das Heer der Ratten und der schwarze Tod sind mit dir. Dein Wille geschehe. Amen. Amen. Thank you.
fest! Was wollen Sie hier? Ich muss zum Rat der Stadt. Der hat sich aufgelöst, den gibt es nicht mehr. Dann muss ich zum Bürgermeister. Der ist tot. Gehen Sie auf schnellsten Weg nach Hause. Ich kenne die Ursache von all diesem Unheil. Ich kenne die Ursache von all diesem Unheil. Warum hören Sie denn nicht auf mich? Ich kenne die Ursache. Mein Kind, das sind doch alles nur Ausgeburten der Fantasie. Aber Dr. Van Helsing, Sie haben das Tagebuch von Jonathan doch gelesen. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Und draußen, jeden Tag, wird es Ärger mit den Ratten und der Pest. Und das Buch über die Vampire. Aber sehen Sie doch. Wir leben in einem aufgeklärten Zeitalter, wo die Wissenschaft mit solchen Aberglauben aufräumt. Ich habe ein glühendes Wissen. Ich glaube, was ich mit meinen Augen sehe. Glaube, glaube. Ja, glaube. Ja, glaube, Herr Dr. Van Helsing. Glaube. Der Glaube ist die erstaunliche Eigenschaft der Menschen, die es uns möglich macht, Dinge zu sehen, die wir als unwahr erkannt haben. Sie müssen mir helfen, das Ungeheuer zu vernichten. Wir müssen seinen Schlupfwinkel finden. Es sind Särge mit dem Schiff angekommen. Lassen Sie uns gleich heute Nacht damit anfangen. Mein Kind, Sie brauchen Ruhe und Erholung. Das mit Ihrem Mann hat Sie doch ziemlich mitgenommen. Nein, Herr Doktor, gleich heute Nacht. Aber das muss doch erst erforscht werden, wissenschaftlich. Nein, Herr Doktor, gleich heute Nacht noch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der gute Bauer weiß, dass alles seine Zeit braucht. Er würde nie auf den Gedanken kommen, den Weizen auszugraben, um nachzuschauen, ob er wächst. Das tun nur Kinder, die Bauer spielen. Dann werde ich das Ungeheuer alleine vernichten. Na dann. Schwester Oberin, meine Medizin. Gnädige Frau, woher kenne ich Sie eigentlich?
Herr im Himmel, vergib mir. Wollen Sie mit uns trinken? Seien Sie unser Gast. Wir haben alle die Pest. Zum ersten Mal freuen wir uns über jeden Tag, der uns bleibt. Sind Sie unversehrt? Schnell, kommen Sie zu Schraders. Es ist etwas Entsetzliches geschehen. Lucy, fassen Sie sich. Sie können ruhig herantreten, es ist gewiss nicht die Pest.
Was ist geschehen? Wir wissen es nicht genau. Schrader fand Madame Mina heute Morgen tot vor. Ja, er hat darüber den Verstand verloren. Er tobte. Wir werden die Sache von Grund auf wissenschaftlich untersuchen. Ohne Voreingenommenheit und ohne Aberglauben. Genug. Genug mit Ihrer Wissenschaft. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Eine geweihte Hostie band den Vampir. Wenn ihn eine Frau reinen Herzens den Hahnenschrei versäumen lässt, tötet ihn das Licht des Tages.
jetzt weiß ich alles. Oh Gott, hätte ich nur früher auf sie gehört. Ein Pfahl, ein Hammer, rasch. Ich muss dieses Ungeheuer endgültig vernichten. Sie das nicht. Nein. Helsing, da, verhaften Sie ihn. Er hat den Grafen ermordet. Haben Sie das gemacht? Mit diesem Pfahl da? Ja. Und ich habe eine Erklärung abzugeben. Ich brauche keine Erklärung. Sie sind verhaftet, Herr Dr. von Helsing. Verhaften Sie den Mann. Verhaften, Herr Amtmann, verhaften. Holen Sie die Polizei. Die Polizei ist tot. Dann bringen Sie den Mann ins Gefängnis, ja? Die Gefängniswärter leben nicht mehr. Dann verhaften Sie trotzdem den Mann. Wie soll ich das machen? Ich habe keine Waffen. Verhaften Sie den Mann. Sie sind ein Stadtbediensteter. Wohin wollen Sie mich denn nun führen? Hm? Ja, ich weiß nicht, wohin. Bringen Sie mich, wohin Sie wollen oder können. Was stehen denn Sie hier noch herum? Holen Sie einen Besen. Sehen Sie nicht? Alles voll Staub hier. Versiegelt den Schlafraum für die polizeilichen Ermittlungen und bringt mir mein Pferd. Ich habe viel zu tun. Jetzt.